Die Begebenheiten des Auszugs aus Ägypten werden ja in geradezu epischer Breite im Alten Testament berichtet. Von dem Leiden des Volkes dort in Ägypten, von Mose, der berufen wird, der vorbereitet wird vom Herrn, der dann das System konfrontiert, von den Plagen, den Katastrophen, dann dem Auszug, dem Zug durchs Rote Meer, der Zeit in der Wüste, wo ihnen Gott begegnet, dort am Berg Horeb. Und dann dieser langen Wüstenwanderung und irgendwann natürlich einmal dem verheißenen Land, dem Land Kanaan, wo sie hin unterwegs waren. Und es ist uns geschrieben, so sagt die Bibel, als Warnung, als Bild, als Symbol. Es gilt für uns, für unseren Lebensweg. Denn das ist ganz ähnlich. Auch wir hatten ein Ägypten, ein Leben in der Sünde, ein Leben in der Welt, in der Verlorenheit, wo es ein Pharao, einen Sklaventreiber gab, der die Macht ausübte, brutal, das war der Feind, der Teufel. Und wir sind durch manchen Struggle frei geworden, haben uns auf den Weg gemacht, hin in unser verheißenes Land. Und jetzt ist ein interessanter Punkt. Dazwischen liegt ja die Wüste. Um in das verheißene Land zu kommen, musst du durch die Wüste gehen, die Wüste deines Lebens. Und das ist etwas, was nahezu jeder Christ kennt. Wüstenzeiten, Wüstenphasen. Und es gibt Leute, die sagen, ja, die Wüste ist ein Bild für dieses Leben. Und dann das verheißene Land, das ist dann sozusagen der Himmel. Das ist die himmlische Herrlichkeit, zu der wir unterwegs sind, wo wir irgendwann einmal hinkommen werden. Aber hier, die Erde, das irdische Leben ist ein Jammertal, da müssen wir durch diese Wüste hindurchgehen. Nun, das kann ich gut nachvollziehen, aber es ist nicht die Wahrheit. Denn das verheißene Land, in das sie gegangen sind, war von Feinden besetzt. Es musste erobert werden. Es musste eingenommen werden. Das ist im Himmel wirklich nicht mehr der Fall. Der Himmel ist der Himmel. Da gibt es keinen Feind, da gibt es keine feindlichen Aktivitäten, da gibt es keine Krankheit, keinen Mangel, kein gar nichts. Da gibt es keine Festungen, die eingenommen werden müssen. Nein, die Einnahme des verheißenen Landes ist etwas, was sich auf dieses irdische Leben bezieht. Nämlich, der Herr sagt, ich will, dass du aus der Sklaverei der Sünde frei wirst und in etwas kommst, was ich dir verheiße. Ein verheißenes Land für dich. Da ist aber der Feind. Du musst es erobern. Du musst es einnehmen. Es gehört dir. Nimm es in Besitz. Dazwischen ist die Wüste. Von Gottes Sicht aus gesehen war die Wüstenphase sehr kurz. Die hätte nur einige Monate brauchen können. Sie sind in der Wüste geblieben, das Volk Israel, aufgrund ihres Unglaubens. Und da ist eine ganze Generation in der Wüste gestorben wegen des Unglaubens und erst die Nachfolgegeneration hat das Land eingenommen. Das soll nicht für dich gelten. Wenn der Herr dir ein verheißenes Land gegeben hat, dann mach dich auf und nimm es an und siedel nicht in der Wüste. Bleib nicht in der Wüste, hock nicht in der Wüste. Sieh zu, dass du so schnell wie möglich da rauskommst. Die Wüste ist der Ort, wo man festgehalten wird aufgrund von Unglauben. Geh hindurch und erober das, was Gott für dich hat. Er hat ein verheißenes Land für dich. Er hat etwas für dich in Aussicht gestellt. Und er sagt, mit mir kannst du es erobern. Reiß die Festung ein, reiß die Bollwerke ein, die da sind. Und nimm dein Land in Besitz. Dein Land, es ist etwas, was Gott dir verheißen hat. Nimm dein Besitztum in Besitz. Das ist Segen, das ist Versorgung, das ist Gesundheit, das ist Einfluss in diese kaputtgehende, sterbende Welt, um das Reich Gottes auszubreiten. Das ist, indem du Menschen rettest. Nimm das in Besitz, was der Herr für dich hat. Siedel nicht in der Wüste. Und wenn du momentan sagst, ich befinde mich so in einer Wüstenphase, dann sage ich, steh auf, geh weiter und fang an, das, was der Herr für dich vorgesehen hat, zu beanspruchen und im Glauben tatsächlich in Angriff zu nehmen. Der Herr ist auf deiner Seite. Er will, dass du dein verheißenes Land komplett einnimmst. Und was das ist, weißt du wahrscheinlich am besten. Sei dir sicher, Gott hat wirklich mehr für dich.